Ja, genau. Haben letzte Runde nicht Angriffspakt beendet. Jetzt wollen sie wieder einen Nicht-Angriffspakt haben. Das ist natürlich auch überhaupt nicht, keine Ahnung, gemein oder so. Und ich würde mal sagen, ich fordere erstmal was. Ich zahle auch nicht sowas. Nein, Götter ihr könnt es zeigen vergessen, ihren ich werde es nicht Unmut zahlen. Ihr über habt den unseren vorher beendet, das Hof. ist euer Problem. Götter zeigen ihren Unmut über unseren Nein. Hof. Ist mir Herrlichkeit scheißegal. und Großart. Mit denen werde ich auch so fertig. Die haben wohl Geldsorgen. Die Seelen unserer Die auch Vorfahren schon wieder haben was? keine Verwendung für Gold. Doch sie wissen, dass Einfach nein. unsere Krieger dürsten nach eurem Blut. Einfach nein. Die Geister haben bemerkt, dass unsere Schatzkammern leer. KI will mich doch wohl verarschen, ne? Die beenden den Nicht-Angriffspakt und dann wollen die von mir noch Geld, um in der nächsten Runde wieder einzuschließen. Also nee. Einfach nein. Einfach nein. Die Geister haben bemerkt, dass unsere Schatzkammern leer sind. Könnt ihr uns bei diesem kleinen Problem behilflich sein? Ich habe zwar viel Geld, aber nein. Ich bin beleidigt. Ja, Mission fehlgeschlagen. Besiegt die Räuber. Drüsen. Ach so, ja, genau. Rang erhöht. Oh. Tod einer Legende. Lokallegende. Zwangsversiedlung. Ja, nicht richtig zu ehren. Ja, okay. Okay. Genau, den Erlass habe ich jetzt erteilt. Baubericht. So, hier. Oh cool, noch mehr Höfe. Das wird schön. Verschleiß. Ja, okay. Die haben mich interessanterweise noch nicht angegriffen. Baubericht. Auxiliarkaserne. In Petrova. Was kriege ich denn hier? Nix. Ja, okay, dann kann ich noch lassen. Nee. Nee. Was kriege ich denn hier? Auxiliarkavallerie. Nee. Nö. Das Forum in Karalis, das wird direkt mal zu einer Bibliothek ausgebaut. Warte, kann ich jetzt eigentlich dich hier? Nein, kann ich nicht. Mist. Oh, das könnte ich eigentlich machen. Minus 20% Gebäudeumbau kosten ist eigentlich ziemlich nett. Aber relativ schnuppe. Punischer kultureller Einfluss. Na gut, Wohlstand durch Landwirtschaft. Das hilft mir gerade gar nicht mal so viel weiter. Plus 3 Erfahrung für alle neuen Agenten. Okay. Meinst du, wahrscheinlich nicht Erfahrungsstufen, sondern einfach nur. Okay. Gut, dann ist es nicht gerade so, wie ich gehofft hatte. Ja, bei der Philanthropie Erlass finde ich eigentlich ganz nett. So jetzt hintergrundgeschichtlich. Die Bakiden haben ja Karthago ziemlich reformiert und vor allem auch die Korruption bekämpft und halt dafür gesorgt insgesamt, dass Karthago ziemlich reich wurde. In der Zeit der Punischen Kriege, wodurch halt Karthago in der Lage war, die Reparationskosten relativ schnell abzubezahlen. Habe ich Schluck auf. Autorität, Provokateur, Manipulation, Verschwörer. Minus 20% Chance, minus 10 Sichtfeld. Was haben wir hier? Höchsten Erfolg. Dann nehmen wir mal das hier rein. Die sich alle drum geiern.
Das ist meine Seele. Ja, man, Pikiniere, Hügelmänner. Ja, nee, ich glaube, das machen wir einfach automatisch, oder? Bleib in der Schreiker und dann halt aggressiv. Zack. Tschüss. Plündern, unterwerfen. Ich halte eine Satrapie. Nee, besetzen. So, wo sind die andere Armee von? Achso, die ist jetzt einfach abgehauen. Minus 8 Rekrutierungskosten, Caritas und Autorität. Was habe ich hier? Erfahrungswaffen, Infanteriekommando. Ja, Belagerungswaffen. Der hat sau viele Fähigkeiten. Komm, hier. Öhnen wir mal das hier, dann kämpfen die alle auch besser. Irgendein nicht weiter bekannter Motor ist so derbe laut draußen. Der macht wie wenn du ein Motorrad immer wieder anfeuerst. Bloß um einiges lauter. The fuck? Ich weiß nicht, ob er den jetzt durchhört. Ich hoffe. Wie laut das ist, ist ja pervers. Was zur Hölle ist denn das? Nicht mal ein LKW ist so laut. Nicht mal ein Zug ist so laut. Ich sage gar nicht so laut. Eine Kettensäge ist leiser. Oder eine Kreissäge, wenn direkt im Ohr ist. Naja, egal. Nein, nicht egal, es nervt. Okay, hat drauf gehört. Oder sie. Wie auch immer das war, was nehmen wir hier? Das habe ich jetzt total. Das fängt schon wieder an. Was zur Hölle ist denn das? Das ist voll ablenkend und richtig nervig. Gut, weil ich mich drauf konzentriere. Nimm mal hier und spiel ein bisschen lauter. Das ist einfach nur unnormal, die brauchen einen neuen Schalldämpfer. Zu euren Diensten. Und so kann ich. Ach so, so kann ich Agenten auflösen. Warte, klappt das wirklich? Oder diese Aufwahl wirklich aus? Ist ja lustig. Interessant, okay, wusste ich nicht. Gut zu wissen. Du kannst sowieso nicht wirklich weiterlaufen. Was mache ich jetzt denn? Mit dir? Keine Ahnung. Du bist aber mal wieder hier. Und jetzt hat er weniger Geheimaktion, okay. Hier konzentriere ich mich ja eigentlich vor allem auf Industrie. Also kann ich irgendwie hier die Industrie erhöhen durch Anbau? Durch Handel. Anbau, Handel. Da ist das Zivile eigentlich besser. Also Kreta ist relativ... Ist halt da, weißt du? Die machen gerade gar nichts. Sie sitzen einfach nur da auf ihrer Insel und... Ja. Nee, weiß. Nee. Wollen eigentlich nicht so wirklich. Ich fühle mich geehrt, euch zu empfangen und freue mich, kluge Argumente und Geist. Ich bin halt immer noch nicht vertrauenswürdig. Wie nervig ist das denn? Weil
Was ich mir überlegt habe, wir können eigentlich mal gegen die Anachtes ziehen. Aber ich glaube, die sind mit dem Bojan noch verbündet, oder? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, militärisch bin das mit dem Bojan. Nee. Dagegen kommt die eigene Legion hier auch nicht an. Ich bin jetzt außerdem durchgelatscht durch das Gebiet. Ich wollte eigentlich durch das Gebiet der Boja, aber er hat jetzt einfach den Weg genommen, statt den Weg. Das habe ich halt zu spät bemerkt. Gut. Mein Hals ist irgendwie total trocken und rau und tut gerade ziemlich weh. Naja, so wie auch wieder nicht. Bauwesen-Experten, wirklich mal mit einer Belagerungsmaschine. Das gilt aber für alle Rekruten. Das wäre nett. Und der Rest, den kann man jetzt irgendwie schon. Was nehmen wir da eigentlich? Soldat für alle Einheiten. Geheimaktion und Gravitas. Motivieren, Kriegsschrei. Na komm, nehmen wir halt Geheimaktion mit, oder? Oder nehmen wir jetzt Admiral? Nee, brauchen wir ja gar nicht. Das hier vielleicht. Kommandant, Gravitas. Haben wir Gravitas? Concordia, naja. Tatsächlich für die Einheit des Kommandanten. Ich dachte mal, es gibt einen Bonus für alle Truppen. Esse? Das wusste ich nicht. Ist ja schade. Gibt aber eigentlich nur Sinn, dass die Truppen dann halt einfach für den General kämpfen und dann besser kämpfen, aber irgendwie. Naja, okay. Gut, dass mir das jetzt auffällt nach was weiß ich wie viel, 60 Runden oder sowas. Mehr und glaube ich sogar 70 sind wir gerade. Wann haben wir angefangen? Ne, 80 sogar schon. Ja, wohl die ersten paar Runden habe ich ja ohne den Mod gemacht. Ja, 70, 75 Runden. Den Dreh rum. Dann bringt mir das gar nicht mal so sehr was, wenn ich Hingabe nehme. Schade. Nehmen wir Geheimaktion.
Da wird halt ein Multitalent. Ja, nee. Das nehmen wir hier und dann nehmen wir hier wieder zivil. Das klappt immer ganz gut eigentlich. Und du kannst jetzt Zensor werden. War Zensor im Cursus Honorum nicht eher ein paar Stufen weiter unten? Okay, dann soll Zensor. Statthalter zum Zensor geworden, okay. Ja. Das ist ein ganz schön netter Rang, oder besser gesagt ein Amt. Was haben die anderen eigentlich für? Die haben gar nichts. Okay. Doch, der ist Tribun. Der hat es irgendwie geschafft, Tribun zu werden. Der ist auch Tribun. Die sind dix. Du läufst einfach mal weiter hier hin. Das kann auch dauern. Was machst du? Ach komm, du sorgst mal für Ordnung. So, hier. Der hat sich mal gesichert. Diami wurde ich ja wohl vernichtet. Karthago ist immer noch da. Du hast ein paar Einheiten mehr. Da hätten wir Libyen. Jol hat auf einmal keine Flotte mehr. Okay. Es ist eine Ehre, Rom zu dienen. Bitteschön. Oh, du wurdest wohl schon mal angegriffen. Also der sollte eigentlich dafür sorgen, dass es hier mal ein bisschen schneller vorangeht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es gibt einen gegenteiligen Effekt. So. Zu euren Diensten. Ich finde. Da klappt ja gar nichts mehr. Schon seit ein paar Runden, das klappt gar nicht. Kann ich das nochmal versuchen? Ja, kann ich nochmal versuchen. Rissen off. Die Folge ging jetzt auch schon eine Weile. Falls noch irgendwas passiert, dann kann ich eine neue Folge schalten, ist ja auch nicht schlimm. Und es ist ja jetzt vor allem Verwaltung, ein paar Agentenaktionen, ein bisschen über die Karte latschen, fertig. Und die Schlacht um Ebessos mache ich wahrscheinlich sowieso in einer anderen. Weil dann habe ich nämlich... So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie die Provinz heißt. Wie heißt du denn nochmal? Katar gesetzt? Nee, aber... Balian, danke. Wie die Inselgruppe jetzt hieß, ist mir gerade komplett entfallen. Ja, du musst ja noch irgendwo hin. Ja, dann würde ich sagen, Ave und wir sehen uns. Ciao.